Happy Birthday to you! Das erste Mal einen nikotinfreien Tabak geraucht. Ich wünsche euch alle einen schönen dritten Abend. Ja. Hey Leute, was geht ab? Zurück zu Vlogmas. Heute sind wir bei Vlogmas 7, heute ist Sonntag und heute ist ein ganz besonderer Tag. Erstmal ist Papalisches Geburtstag heute und heute ist der dritte Advent. Das heißt, wir sind jetzt wirklich nicht mehr weit von Weihnachten weg. Es ist so, so krass, es geht jetzt so, so flott. Ich freue mich auf jeden Fall. Heute ist geplant, wir wollen mit Marie und Dennis auf den Weihnachtsmarkt heute. Da werde ich euch mitnehmen und heute Nachmittag kommen auch Omi und meine Tante und ja, Kaffeekuchen und so ein Stuff. Genau, aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal. Achso, und ich habe gestern meine Haare gefärbt. Ja, und ich werde mich heute das erste Mal richtig stylen mit dieser kurzen Frisur. Danke übrigens für das ganze Feedback, es hat mich mega gefreut. Gestern hatte ich sie ja gefärbt gehabt. Ich habe übrigens von Sios die Farbe Mittelbraun genommen, weil ich mache jetzt nicht mehr schwarz drauf. Und Thema Extensions, kann ich nachher nochmal was zu sagen, habe ich mich auch mit auseinandergesetzt. Ja, auf jeden Fall habe ich sie dann aufgehabt und dann dachte ich so, ja, okay, vielleicht geht's doch. Muss mal gucken, wie es aussieht, wenn die geglättet sind oder wenn ich Locken drin habe. Ich meine, ändern kann ich es im Endeffekt jetzt sowieso nicht mehr, ne? Egal. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Extensions drauf. Wir machen jetzt erstmal den Adventskalender auf. Übrigens heute mal unser Frühstück aus. Ist ja Nudelauflauf von gestern. Wir haben ganz wenig gegessen, deswegen frühstücken wir den jetzt. So, ich mache mich jetzt ready mit euch. Das Licht ist irgendwie schon wieder so bescheiden. Na? Okay, ich glaube, so ist besser. Ja, das ist jetzt das erste Mal, dass ich mich richtig fertig mache, seit ich kurze Haare habe. Deswegen bin ich gespannt. Ich habe gerade schon mein Outfit angezogen. Ich habe was von Ocean's Apart an. Da habe ich im nächsten Vlog ein Code für euch. Da verlinke ich euch auch alles. Und ich würde sagen, jetzt machen wir uns ready. Freunde, ich bin ready. Das erste Mal, dass ich richtig fertig gemacht bin, seit ich diesen kurzen Haarschnitt habe. Das ist es jetzt. Ja, ich habe es versucht so ein bisschen zu stylen. Was soll ich sagen? Ich sage einfach lieber nichts dazu. Ich lasse es einfach so im Raum stehen. Aber ich glaube, das tut meinen Haaren mal ganz gut. Die sind jetzt auch richtig dick wieder und richtig gesund. Das muss man auf jeden Fall sagen. Und ich habe mich schon so ein bisschen informiert über Extensions und so.
und habe da auch schon das Passende für mich gefunden. Also ich denke schon, dass ich mir im Laufe des nächsten Jahres, so Anfang des Jahres, so Januar, Februar, schon dann Extensions machen lasse. Weil mir das dann doch ein bisschen zu kurz ist. Vielleicht freue ich mich ja auch damit an und sage, ich möchte es doch noch so ein bisschen so tragen. Aber ich habe halt die Möglichkeit auf Tapes. Die hatte ich ja schon mal. Und damit kam ich auch super zurecht. Klar, das ist mega viel Arbeit. Die Haare habe ich gestern das erste Mal gewaschen. Das ging super flott. Haare föhnen. 5-6 Minuten waren die komplett trocken. Das war halt mit den alten auch nicht ganz so möglich. Ne? Also ich muss mich auf jeden Fall noch damit anfreunden. Aber ich habe mich mega über eure Kommentare auch gefreut. Also da war jetzt keins dabei, wo ich gesagt habe, boah, krass so. Also alle haben das sehr, sehr gut aufgenommen von euch. Das freut mich sehr. Ja, ansonsten werden wir jetzt gleich Kuchen essen. Und heute Abend geht es ja noch auf den Weihnachtsmarkt. Vielleicht gehen wir noch eine Shisha rauchen. Ich muss halt auch noch ein bisschen was für euch filmen. Ich weiß aber auch nicht, was ich euch zeigen soll, weil ich halt heute auch nichts Spektakuläres mache. Es ist halt heute auch einfach Sonntag, ne? Am Sonntag zu filmen ist immer so ein bisschen doof. Aber mal gucken. Ich wollte euch mal meinen Käsekuchen zeigen. Ich habe nämlich gestern Käsekuchen gebacken. Und den müssen wir nachher erstmal probieren. Wir warten jetzt noch auf meine Oma und meine Tante. Und dann gibt's Kuchen. Freue ich mich schon drauf, weil ich habe richtig Lust auf den Kuchen. Den habe ich natürlich schon mal gemacht, der schmeckt richtig gut. Ich glaube, ich habe den euch sogar schon mal in irgendeinem Video gezeigt. Bio und Mamalicious gucken gerade Barbie. Und wir sitzen hier. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Das ist krass, auch ein bisschen Nadel. Vielen lieben Dank. Wie geht's dir, Mauro? Gut. Sag mal was. Sag mal was an die Leute. Ich wünsche euch alle einen schönen dritten Advent. Schön, ne? Ja, sehr schön. Weißes Weihnachten. Sehr schön. Wir grüßen dich. Warte. Super. Und so, meine Mutter hat auch noch gekocht, wie eine Eins, aber mit dem Backen hat es auch nicht so gehabt. Ja, das schmeckt gut, oder? Beim Backen muss ich mich zu sehr ans Rezept halten. Das sollte doch so tun, warte mal. Ist nicht meins. Mehr so nach Gefühl. Ich bin jetzt wieder oben und habe meiner Tante und meiner Oma ja jetzt auch meine Haare gezeigt. Und die haben auch gesagt, es steht mir richtig gut. Also es ist halt ungewohnt, ne? Weil ich habe halt die letzten Monate, letzten 2 Jahre immer nur lange, lange, lange Haare gehabt. Und jetzt so, aber ich fange an, es zu mögen, sage ich euch ganz ehrlich. Und was ich euch noch zeigen wollte, ich bin total aus der Puste, weil ich Treppen gelaufen bin. Was ich noch zeigen wollte, endlich ist mein Lichtervorhang aufgehangen. Ja, so habe ich es mir auch gewünscht. Das ist jetzt ein bisschen schief, liegt aber einfach nur daran, dass das Bett unordentlich ist. Hat wirklich mega coole Funktion zum Einstellen. So. Hä? Warum ist das jetzt blau? Alexa, Licht magenta rot. Okay. Das ist hier einfach blau gestellt. What the fuck? Also so kann man den einstellen. Das finde ich sehr schön. Oder so. So. Aber warum spielt mein Licht da oben verrückt? Das ist ja nicht damit verbunden. Das triggert mich gerade so ein bisschen. Das nehme ich jetzt aus. Ich wollte euch nochmal gerade erzählen, was wir Papalicious zum Geburtstag geschenkt haben. Ist vielleicht auch so eine kleine Inspo für Weihnachten, für eure Eltern. Wir haben ihm eine elektrische Zahnbürste geschenkt, weil der sich sowas gewünscht hat. Der hat gerade eine elektrische Zahnbürste, aber die ist halt absolut Schrott. Und deswegen haben wir ihm eine gute elektrische Zahnbürste geholt. Die sind halt auch immer etwas teurer, aber von denen hast du halt auch länger was. Und sie funktionieren halt auch einfach viel, viel besser. Und deswegen, das hatte er sich gewünscht, die haben wir ihm geholt. Und was ich auch immer sehr, sehr cool finde, ist persönliche Sachen zu verschenken, wie zum Beispiel Bilder. Das ist halt auch immer wirklich mega und da freut sich auch eigentlich jeder drüber. Deswegen haben wir so 3 Bilderrahmen gekauft und da Bilder von ihm reingemacht. Der hatte nämlich ein Shooting mit seinem Bruder. Die machen ja Musik zusammen und gehen nächstes Jahr auch auf Tour übrigens. Und dann haben wir die ausgedruckt und da reingemacht und da hat er sich mega drüber gefreut. Ja, auch bald Weihnachten, ne? Das ist halt immer ein bisschen blöd, dass Papalicious im Dezember Geburtstag hat. Dadurch fallen die Geschenke gefühlt immer so ein bisschen kleiner aus. Wir versuchen natürlich trotzdem, ihm immer coole Geschenke zu machen, aber es ist halt immer alles so stressig und du brauchst so viele Geschenke für alle für den Dezember. Ja, aber ich glaube, er hat sich trotzdem mega darüber gefreut. Und ja,
Jetzt gucke ich eine Folge Pretty Little Liars, weil ich habe das ganze Wochenende keine einzige Folge Pretty Little Liars geguckt. Könnt ihr euch das vorstellen? Und am 20. wird es ja rausgenommen. Und deswegen, eine Folge muss ich mir jetzt wenigstens mal angucken. Und dann fahre ich los, weil wir sind ja heute Abend mit dem Dennis und der Marie verabredet auf dem Weihnachtsmarkt. Das habe ich euch ja erzählt. Und heute werden meine Reifen auch umgezogen. Und zwar habe ich ja aktuell Winterreifen drauf und habe jetzt Allwetterreifen gekauft bekommen. Weil auf die Allwetterreifen können halt auch meine Stahlfelgen, nee, nicht Stahlfelgen. Stahlfelgen ist das hässliche. Die normalen Felgen, die halt auch was aussehen. Die können halt da drauf und die werden halt umgezogen und dann auf mein Auto drauf gemacht. Deswegen, wir gehen auf den Weihnachtsmarkt erst. Dann wollen wir vielleicht noch eine Shisha rauchen gehen. Keine Ahnung, ob Marie und Dennis da Bock drauf haben. Ich hoffe es auf jeden Fall. Und dann werden meine Reifen umgezogen. Und dann komme ich erst nach Hause. Das heißt, ich komme heute wieder übel spät nach Hause. Bestimmt erst so um 11, 12. Und deswegen habe ich heute auch nicht mehr so viel vom Tag. Und hoffe, dass ich euch auch... Skate-Eisen ist halt immer noch an. Warum ist das an? Hoffe, dass ich euch auch trotzdem ein bisschen was zeigen kann, weil ich weiß nicht, was ich euch zeigen soll. Also ich mache heute irgendwie was, aber irgendwie halt nichts Spektakuläres. Ganz komisch. I'm back. Es ist 5 Uhr und draußen ist es so dunkel, als hätten wir 10 Uhr. Ich habe jetzt gerade Pretty Little Liars geguckt, habe einen kurzen Nap gemacht. Jetzt sind meine Kopfschmerzen auf jeden Fall schon besser. Und jetzt fahre ich los. Ich habe irgendwie keine Lust. Also was heißt keine Lust, keine Motivation. Mir ist auch alles zu kalt, weil draußen ist es ja so eine Schweinekälte, ich weiß gar nicht. Ich habe immer noch Kopfschmerzen, ich habe auch jetzt endlich mal meine Jacke an. Auf jeden Fall gibt es eine Planänderung und zwar wird das mit den Reifen heute doch nicht gemacht. Weil meine Reifen leider vergessen worden sind, aber ist nicht so schlimm. Dann komme ich auch ein bisschen früher nach Hause, ist auch nicht schlecht. Ja, und wir wollten ja auf den Weihnachtsmarkt, aber jetzt regnet es die ganze Zeit. Deswegen weiß ich nicht, ob wir jetzt zum Weihnachtsmarkt gehen oder ob wir nur Shisha rauchen gehen. Auf jeden Fall habe ich Todeshunger und ich habe Kopfschmerzen immer noch, habe ich ja eben schon gesagt. Könnte aber auch davon kommen, dass ich halt Hunger habe. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall gehe ich jetzt erstmal rein. Und dann... Ja. Mal gucken, habe ich jetzt mein Geldbeutel? Nee, der liegt hier. Ja, dann mal gucken. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Wir haben uns jetzt was beim Döner geholt und wir essen jetzt. Weil wir nur am Essen sind. Für mich gibt es eine schöne Dönerbox mit Pummis. Pummis. Und Knoblauchsoße. Marie und Dennis, tut uns leid. Nee, es tut mir leid, du hast keine Knoblauchsoße, ne? Ich habe scharfe Soße. Ist da Knoblauch drin? Glaube, wenn ja, bis... Nee, ich glaube nicht. Scheiße. Auf jeden Fall essen wir jetzt. Und dann müssen wir uns beeilen. Ich weiß jetzt schon, dass wir wieder zu spät sind. Mhm. Aber wenn wir vor dem Elf wieder stehen, wenn wir vor der Shisha-Bar stehen, werde ich euch die genaue Uhrzeit sagen. Ausgemacht ist 7, also 19 Uhr. Es sind jetzt noch 40 Minuten. Mal gucken, wann wir da sind. 2 Sekunden für ein Outfit of the Day haben wir jetzt aber auch noch, oder? Jacke ist von New Yorker, das Set ist von Oceans Apart, aber da habe ich wie gesagt einen Code. Die Socken sind auch von Oceans Apart und die Schuhe aus dem No Name und das ist Fake Louis. Das ist mein Outfit. 19.16 Uhr und wir sind da. Ich habe doch gesagt, wir sind zu spät. Aber wir sind da, ist es schon mal etwas. Wir gehen jetzt rein und wahrscheinlich werde ich da drinnen nichts filmen, weil es immer super, super unangenehm ist, in der Shisha-Bar seine Kamera rauszuholen. Aber vielleicht überkommt es mich ja doch und ich zeige euch was. Wir gehen jetzt auf jeden Fall rein. Wie gesagt, wir sind zu spät, also let's go. So, nicht hier unten mit mir. Warte mal kurz, Papa. Ich dachte, du isst mit mir hier unten und wir reden mal ein bisschen mit der Kamera. Ist richtig gut. Was wollen wir reden? Ich dachte, wir haben ein Date. Ich wollte gerade sagen, Vai und ich haben ein Date hier, wir essen nochmal zusammen, aber die hat gerade gesagt, ich gehe jetzt hoch. Tut mir leid, Train, aber es ist gerade so spannend. Bist du jetzt nicht dein Ernst? Sitze ich hier Mutterseelen alleine? Nee, ich gucke Pretty Liars. Auf jeden Fall esse ich jetzt nochmal Nudelauflauf von zu Hause. Mhm. Wir waren ja Shisha rauchen und habe das erste Mal einen nikotinfreien Tabak geraucht. Und muss sagen, dass das richtig gut war, weil der also hatte ich das Gefühl, keine Ahnung, dass der viel geschmacksintensiver war und mir war nicht schlecht, ich hatte keine Kopfschmerzen, gar nichts und du konntest die ganze Zeit ziehen, ohne halt Angst zu haben, kommt jetzt der Nikotinflash. Deswegen war ich doch richtig begeistert, muss ich sagen. So, ihr Lieben, ich habe jetzt unten gegessen, habe währenddessen hier auf dem Handy ein bisschen PLL geguckt, weil ich habe ja jetzt noch bis zum 20. Zeit, dann wird es ja runtergenommen. Ich bin bei Staffel 5, Folge 10.
Aber ich muss dazu sagen, ich hab's schon mal gesehen. Es ist aber quasi, als hätte ich es noch nicht gesehen, weil ich habe es geguckt, als ich 16, 17 war. Also ich habe schon alles wieder lange, lange, lange vergessen. Überleg mal, wie viele Jahre das einfach schon her ist. Ich bin jetzt 23, ich werde im Mai 24. Das ist jetzt echt schon übel lang her, ne? Muss ich sagen. Krass. Deswegen, ich vergesse ja sogar, was ich gestern gegessen habe. Und deswegen kann ich mich an wirklich fast gar nichts mehr da erinnern. Alles auch eigentlich ganz spannend, muss ich sagen. Ich habe hier noch lauter Essensrest. Egal. Auf jeden Fall schminke ich mich jetzt ab. Ist so komisch, so ein kleines Töpfchen zu haben. Und dann werde ich schon mal die Dateien auf dem Laptop ziehen. Und dann geht es für mich auch ins Land der Träume. Morgen steht eigentlich nicht so viel bei mir an. Morgen habe ich einen freien Tag. Morgen muss ich nicht vloggen. Dafür Dienstag wieder. Ansonsten hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Ich beantworte jedes Kommentar. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr was kommentiert und wenn es so ein Herz ist. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Vlog wieder. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dann. Tschüssi!